Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Die folgenden Szenen habe ich jetzt leider nicht kommentiert. Ich habe sie nur zufällig aufgenommen, als mir einer der Eiferer über den Weg gelaufen ist. Viel Spaß damit. Noch ein Festball für die Krähen. Na, komm schon, nicht die ganze Zeit heilen, Junge. Na, der war jetzt aber einfach. Dies ist nur ein Augenblick. Niemand wird sich seines erinnern. Niemand. Nicht deines Namens, nicht des meinen. Das Ende bleibt gleich. Plagt dich etwa Reue? Nur, dass ich gegen so etwas wie dich verloren habe. Du stinkst. Nach verblassendem Ruhm. Tja, aber ich handle im Auftrag der Götter, Junge. Du nicht. Perfekt. So, da sind wir. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist er? Ich muss sehen, was du siehst. Ich meine, er ist irgendwo in der Feste, das ist mir schon klar. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder hier wie blöd rumläuft. Also wir müssen komplett nach hinten letztendlich. Okay, das heißt, ich wette mir mal... den Typen, der offensichtlich Gold dabei hat, markieren. So, 250. Die Frage ist natürlich... Ach so, das hätte ich jetzt vorher mal kurz gucken können. Zeig mir, was vor uns liegt. Hier vorne ist noch ein Schlüssel. Der ist wahrscheinlich auch nicht gerade unwichtig. Das dürfte der Typ sein, eventuell. Den würde ich schon fast mitnehmen, dass ich sagen würde, da rein und dann... Oder wahrscheinlich eher nicht. Da, vielleicht ist auch das für das Gold hier. Da hinten könnte man theoretisch noch rein. Das wäre vielleicht sogar das Beste. Oder sind da Wälle davor? Nicht überall. Also rein theoretisch könnte man diese Schwachstelle ausnutzen. Mal schauen. Es wird wieder einer dieser endlos langen Folgen. Mal sehen, ob ich sie in zwei Teile machen werde. Ich gehe mal stark davon aus. Jetzt ist der Typ reingegangen, oder was mit dem Schlüssel? Na toll. Oh. Lass mir die erstmal passieren. Die laufen mir gerade so ein bisschen ungünstig rum. Oder auch nicht, weil sie wieder zurücklaufen. Was sind das denn für Idioten? Ja toll, geht der Typ jetzt nochmal nach draußen oder geht er nicht nach draußen? Das ist die große Frage. Oh, da oben ist einer. Ich denke mal nicht, dass der mich hier so entdeckt, oder? Ich schau mal, weil ich denke, das ist eine kleine Schwachstelle da oben. Wenn wir uns viel Kampf und viel Weg sparen können, dann wäre es natürlich doppelt so gut. Okay. Da oben werden wir wahrscheinlich so nicht mehr reinkommen. Also müssen wir auf jeden Fall hier durchgehen. Diesen Wachen entgeht nichts. Ich bin auf der richtigen Spur. Die Feste wird gut bewacht. Och, geh doch mal da... Ey, sag mal... Nicht dein Ernst jetzt, oder? Aha, da müssen wir auf jeden Fall rum. Okay.
Okay. Steht jetzt, ich soll den Eingang benutzen. Die Frage ist, muss ich den Eingang benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Zeigen mir aber an, dass ich unten durch die Tür gehen soll. Ich kann nicht glauben, dass der wirklich da unten sein soll. Sieh mal nach, Sühnen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da direkt am Eingang steht. Ach, das ist doch scheiße, Leute, ganz ehrlich. Ich gehe da jetzt runter, aber wehe, wenn der jetzt nicht da steht. So. Doch gar nicht hier drin, oder? Los, Sühnen. Oder? Ah, sieht doch so aus, als ob der hier drin ist. Der ist hier drunter, wenn ich das richtig sehe. Okay. Och, geh doch mal einen Millimeter weiter. Gibt es etwa Ärger? Komm, wenn ich zumindest ein oder zwei von euch hier schon mal ausschalten kann vorher, dann wäre das auf jeden Fall gut. Na komm. Was geht da vor sich? Ja, komm her, guck nach. Heu hier. Hey, was? Welches Heu? Ja, das hat ja wunderbar funktioniert mit der Attentat auf den zweiten hier. Na komm. Geht da vor sich. So. Es dürfte hier theoretisch keiner mehr sein. Blick der Norden hier. Sehr schön. Und noch irgendwas, was wir jetzt nicht wissen durften, was wir gerade eingenommen haben. Okay, hier. Haben wir auch noch irgendwas erworben?
Keine Ahnung, was? Kupfernickelbarren. Okay, da geht's runter. Ah, bitte nicht wieder so ein Höhlensystem. Kann man speichern? Nein, man kann nicht speichern. Deine Treue ist so firm. Niemand kennt mich so gut wie du. Gut, mein Herr. Alles ist vorbereitet. Sollen wir mit dem Waschen beginnen? Ha! Wer da? Sei willkommen. Bist du hier, um deinem Herren Aldermann Tribut zu zollen? Oh yeah. Ich hörte Stimmen, als ich hereinkam. Habt ihr beide geredet? Spricht sein Huger durch dich? Ich bin nicht sicher, wieso es geschieht, aber die Worte entstehen in mir und ich verleihe ihnen eine Stimme. Oft klingen sie nach meinem lieben Herrn. Kann ich ihn um etwas bitten? Im Auftrag seines Sohnes Hunwald. Du kannst es versuchen, aber in Gegenwart anderer schweigt er für gewöhnlich. Natürlich sollte er davon erfahren, aber warum wird der Tod verschleiert? Das wird mich jetzt mal interessieren. Warum wurde der Tod des Aldermanns vertuscht? Die Menschen von Linkholnisch hier sollten das wissen. Allen voran Hunwald. Als die Wachen ihn in meine Obhut gaben, sollte ich das geheim halten, bis zu einer verabredeten Zeit. Als ich fragte, wer dies veranlasst habe, schlugen sie mich. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich habe alles gesehen, aber Hunwald braucht einen Beweis. Natürlich, du darfst gerne seine Sachen durchsuchen. Ich bin nur nicht sicher, was sich am besten dafür eignen könnte. Eine fliegende Bürste. Ich finde etwas. Sieht man die so auch noch? Tatsache, eine fliegende Bürste da unten. Man kann sie jetzt leider nur am Rand sehen. Ich weiß nicht, was das ist und ich frage auch nicht. Ja, das dachte ich auch. Beunruhigend. Eklig passt eher. Tribut an die Herrscher. Okay, das hat jetzt nichts direkt so. Letzter Name mit einer Mönchsfeder ausgekratzt. Aha. Okay. Ekelhaft. Überall Rattendreck. Selbst im Tode ist mein Herr gut zu allen Wesen Gottes. Eine Kiste mit muffigen Kleidern und eine Brosche mit einem Wappen. Das Haus des stürmischen Schwans. Das sollte reichen. Ich bringe diese Brosche zu Hunwald nach Linkholne zurück. Ich hoffe, er kann diese Neuigkeiten ertragen. Nicht wirklich, nehme ich mal an. Okay. Ich werde ihn zärtlich pflegen. Das hat er verdient. Okay. Ich meine, ja, klar. Ein Puder aus getrockneten Beeren und Kräutern. Die Zeit zwischen seinem Ableben und seiner Beerdigung ist länger als gewöhnlich. Mein Lord muss ansehnlich bleiben für die Zeremonien. So nennt man das also. Naja, gut, okay. Wir haben ja alles, was wir hier haben wollten. Dann würde ich normalerweise sagen, können wir da nicht direkt hinreisen, damit wir uns den ganzen Kram hier ersparen? Ja, können wir sogar. Ich reise da mal eben schnell hin und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich bin da. Ich muss nur noch wissen, wo ich eigentlich hin soll. Da kann ich da reinspringen oder ist das wieder so ein Fake? Ich hoffe, ich kann da reinspringen. Ich sollte aber trotzdem vorher mal kurz speichern, vorsichtshalber. Okay, immerhin. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, für die anderen, nicht für mich. Aber davon mal abgesehen. Ich muss auf die Seite. Oder musste ich da... Ich musste da rein, ne? Hier war keiner. Okay,
okay. Ich dachte, vielleicht haben sie die Wachen schon wieder neu aufgestellt, aber offensichtlich nicht. Ja. Dann mal los. Eivor, wie steht es? Dein Vater ist tot. Bitte, was? Das Siegel von Hundbeorchts Haus. Es lag bei seiner Leiche. Nein. Nein, das kann nicht sein. Er war stark. Eine Säule von Lincoln ist hier. Er kann nicht tot sein. Armer Junge. Es tut mir so leid. Ich bin ein Mann, Acha. Hörst du? Ich bin ein Mann und meines Vaters Sohn. Vergiss das nicht. Ja, er wurde belogen, das stimmt, aber ich muss ihn jetzt trotzdem, glaube ich, mal ein bisschen beruhigen. Ganz ruhig, Hunwald. Du bist jetzt das Oberhaupt deines Hauses. Ein weiterer Schwan erhebt sich in die Lüfte. Und ich bleibe letzter meiner schwindenden Linie. Es tut mir leid, Hunwald. Ich hatte bereits einen Priester für die letzte Ölung bestellt, als dein Vater verschwand. Was? Ich habe es dir nicht eher gesagt, weil ich gehofft hatte, dass er durch ein Wunder überlebt. Du hast gelogen! Du dummes, weinerliches Mondkalb! Wirst du nie erwachsen? Der Herr erbarme sich dieser Frau. Sie hätte etwas sagen sollen. Das wäre ihre Pflicht gewesen. So wie er gerade weggegangen ist und geguckt hat, ich weiß nicht. Also ich habe den Typen immer noch gefressen irgendwie. Hunwald war der Sohn eines Aldermannes. Wird er den Platz seines Vaters einnehmen? Der Titel ist nicht erblich, aber er kann seinen Fall vor dem Schiergemot vortragen. König Chiolwulf muss die Entscheidung absegnen. Was genau ist das, dieses Schiergemot? Es ist eine Ratsversammlung der Lords. Wir treffen uns, um den Kurs der Schiers zu bestimmen. Ich wollte schon länger eine Versammlung einberufen. Aber inmitten all der Probleme in Lincoln und den Überfällen der Räuber sind wir bequem geworden. Ja, ich traue auf jeden Fall auch niemanden. Hunwald ist ein offensichtlicher Kandidat, aber von euch traue ich keinem über den Weg. Ich werde mich um seine Sicherheit kümmern, wenn das Schiergemot tagt. Niemand will dem Jungen Böses, aber tu, was du für richtig hältst. Wer wird sich außer Hunwald noch als Aldermann zur Wahl stellen? Wenn ich so direkt sein darf, würde ich meine Wenigkeit vorschlagen. So, unter so. Meiner Obhut ist der Schier in der letzten Zeit zur Ruhe gekommen. Ich biete mich auch an. Meine Familie ist schon lange mit diesem Land verbunden. Und ich behaupte, dass mich eine gute Freundschaft mit den Dänen im Norden verbindet. Gut. Meine Priester werden die Versammlung im Schier kundtun. In wenigen Tagen wird sie stattfinden. Besuch doch mal mein Anwesen, Eivor. Ich habe etwas für dich, das dir gefallen dürfte. Das werde ich tun. Eivor. Auf ein Wort, wenn du gestattest. Ein christliches oder ein heidnisches? Mein Verhalten bei unserer ersten Begegnung tut mir aufrichtig leid. Ich behandelte dich nicht, wie Gott es befiehlt, mit Nächstenliebe und Güte. Nächstenliebe ist schwer zu befehlen. Mag sein. Hab jedenfalls Dank, dass du dieses Geheimnis gelüftet hast. Ich hoffe, du wirst bei der Versammlung dabei sein. Hundbeorchts Tod ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich muss Hunwald finden, bevor sie erneut zuschlagen. Ah. Papa wird ihn trösten wollen. Ich sollte ihr folgen. Ja, das werden wir machen. Aber was ich jetzt sehr geil finde, dass wir jetzt hier willkommen sind. Das ist eine doppelt gute Nachricht. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Je nachdem, wie alles hier ausgeht. Ich weiß ja nicht. Ich meine, die Vergangenheit hat ja gezeigt,
Es gibt Situationen, da sieht alles wunderbar rosig aus oder es soll alles besser werden und dann passiert irgendeine Kleinigkeit und schon ist wieder alles im Eimer. Aber wir gehen erstmal positiv in die Zukunft und ich würde sagen, dass ich jetzt gleich offline nochmal kurz nach den zwei Fähigkeitspunkten gucke, dass wir hier aber jetzt endlich mal dieses Kapitel abschließen können, beziehungsweise schon getan haben. Und ja, wie gesagt, also ich werde dann schauen, wie ich den Cut mache von dieser Episode, weil das hat jetzt fast eine Stunde gedauert. Und ich denke, ich werde es relativ mittig, wenn ich es hinkriege, cutten und werde dann gar nichts tun. Ich werde es einfach nur mittendrin cutten und ihr werdet dann das Vergnügen haben, meine Verzweiflung innerhalb von zwei Folgen zu erleben. Es war ein sehr langes Kapitel. Ich freue mich trotzdem, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.